Befehl. In der Zelle 34 befinden sich zwei Gefangene. Alexander Pitschuschkin nach Paragraph 105 wegen 48-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Seit dem 16. Juni 2006 inhaftiert. Keine Beschwerden. Wenn ich euch jetzt die Verantwortlichen zeigen würde, die verantwortlich sind für einen 18-millionenfachen Mord 2018 oder einen 20-millionenfachen Mord 2020, was meint ihr, wie das bestraft würde, werden würde, wenn sich nur jemand dahinstellen würde und diese Scheiße einfach mal enthüllen würde? Ein Riesenskandal wäre das. Nur irgendwie ist das sehr schwierig, jemanden zu finden, der sich auch bereitstellt, mit einem Pseudonym so eine krasse Scheiße in die Welt zu schmeißen. Es ist halt scheiße, irgendjemanden zu finden, ernsthaft.